Leute, ich muss euch sagen, wenn man die Dinger den ganzen Tag oder sehr oft sieht, das sind unfassbar riesige Maschinen inzwischen. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir gehen einmal den Berg hoch und beim Berg hochgehen erzähle ich euch erstmal, was wir machen. Wir werden gleich eine Runde mit dem Serio mitfahren, werden nochmal ein, zwei Berge hochschieben. Und dann ist natürlich die Frage, warum macht man das Ganze hier eigentlich? Ne? Fragen sich viele Leute, warum, mit welchem Sinn wird hier Mais gehäckselt und das auf den Berg gefahren und festgefahren? Nun ist es so, dass man natürlich Futter auch konservieren muss. Für die Tiere oder seit den letzten Jahren auch für die Biogasanlage. Dann ist es so, dass man ja Heu machen kann, aber Heu ist nicht sehr energetisch hochwertig, also nicht mit Silagen zu vergleichen. Oh Leute, ich muss erstmal hier hochgehen. Oh. Kann man nicht mit den Silagen vergleichen und so hat man mit den Jahren ein Verfahren entwickelt, auch wie bei Menschen, das Sauerkraut, das Vergären. Oh. Beziehungsweise ist ja eine Art Fermentieren. Oh. So, also, man fährt im Prinzip Material hier hoch, trägt das schichtenweise auf, dann fährt man das fest und damit drückt man den Sauerstoff aus dem Material raus. Wie ihr seht, das ist jetzt fest, das wird im Anschluss zugedeckt mit Folie, richtig luftdicht, so wie da unten. Dann kommt keine Luft mehr ran. Und dann wandeln Milchsäurebakterien. Moment, ich muss mal kurz telefonieren. So, und dann wandeln Milchsäurebakterien das Ganze, den Zucker im Material zu Milchsäure um. Und dann wird der ganze Haufen säuerlich. Ne? Milchsäure ist eine sehr gute Säure, ist sehr schmackhaft für Rinder. Die mögen das. Und Milchsäure kommt auch in der Natur in ganz, ganz vielen Prozessen vor. Ist aber sehr, sehr flüchtig. Das heißt, wenn Luft rankommt, baut die sich schnell ab, wird warm, der Kohlenstoff da drin wird veratmet und die Energie geht dann raus. So, und damit das nicht passiert, wird das im Prinzip hier alles schön festgefahren, mit Silo zugedeckt und entsprechend die Anschnittfläche immer schön gerade abgetragen. Und damit man diese ganzen Massen, die hier ankommen, bei meinen Häcksler sind es ja schon 200 Tonnen in der Stunde, bewältigt kriegt, hat man inzwischen so eine große Maschine hier drauf, so eine großen Traktoren, die das Ganze walzen und auch die Schubleistung haben, so viel Tonnen hier nach oben zu tragen. Also wir sind ja so hoch, wenn ihr mal guckt, wir sind ja so hoch wie die Biogasanlage hier. Und das bekommt man zum Beispiel mit einem Radlader, bekommt man nicht diese gewaltigen Mengen bewegt. Also viele sagen dann immer, ja, nimm doch mal einen Radlader. Aber ein Radlader bewegt nicht diese gewaltigen Mengen wie hier so ein Serion, ne? Also mit Schubleistung von über 200 Tonnen in der Stunde. Und dann noch dieses Walzgewicht, diese gewaltige Masse, die er so mit sich bewegt und den Hundegang, das bringt natürlich viele Vorteile. Genau, und wie man jetzt diese Schichten aufbaut und wie man das alles macht, das wird uns Nico gleich von innen erzählen. Nico ist nämlich selbstständig und hat hier diesen Serion und hat zwei Pistenraupen für den Siloaufbau und fährt durch ganz Deutschland und baut Silos und so auch bei mir. Muss man sagen, cooler junger Typ, macht einen richtig guten Job. Seine Firma heißt Brummer und Lastmann GbR. Also wenn ihr mal Interesse habt und braucht auch mal einen Silobauer, der auch mal richtig viel beiseite bewegt gekriegt, dann könnt ihr euch gerne mal bei Nico melden. Der macht dann für euch ein akkurates Silo, so wie das hier. Weil wenn man sich hier zum Beispiel die Kanten anguckt, dann sieht das schon vernünftig aus, oder? Schön akkurate Kanten. Hier war natürlich noch ein zweiter Schlepper drauf, da ein Walzschlepper, wenn man den da unten sieht. Ein Axion 39 mit einer Walze hinten dran, damit das auch alles richtig schön fest wird. Aber auf jeden Fall könnt ihr Nico kontaktieren, den gibt es auch bei Instagram, könnt ihr ihm schreiben. Der kommt, macht gute Preise. Bei mir war es eher so ein Zufall, dass es jetzt geworden ist, weil ich hatte jemanden anderes organisiert eigentlich zum Silowalzen und der ist aber kurzfristig ausgefallen, beziehungsweise hätte sich verspätet und ja, Nico konnte kurzfristig einspringen.
Und so ist das geworden und muss er sagen, hat sich bewährt. Also ich denke, der kann auch gerne nächstes Jahr wiederkommen. So, dann setzen wir uns da mal rein und gucken uns das mal von drinnen an. So, jetzt sind wir hier drinnen bei Nico. Du darfst reden oder du kannst dich konzentrieren. Das ist hier übrigens ein ganzer Habe quer gekippt. Da muss man ein bisschen für Gefühl beweisen, immer beim Hochschieben. Traktionskontrolle hat ja sonst Serion ja nicht. Nee. Das muss man ein bisschen mit dem Fuß machen. Wir fahren natürlich auch schon gewaltig nach oben, ne? Schöner Berg geworden. Schöner Berg geworden, den du hier gebaut hast. Aber ich habe vorhin ein schönes Reel aufgenommen, da hört man richtig schönes Pfeifen vom Turbo, vom Serion. Ja, wird schon ganz schön steil. Also Nico trägt das jetzt hier schichtweise auf. Wie ihr seht, da fällt immer ein bisschen ein Stück raus. Das ist ganz geil mit der Gabel, ne? Da kann man das schön dosieren. Weil du auch weit nach vorne kommst. Ja. Und du halt alles siehst mit dem Schild da. Ja, mit dem Schild wäre ich schon Ende gewesen. Es kommt eigentlich auf den Videos und so gar nicht immer so steil rüber, wie es dann ist. Nee, das ist so. Auf den Videos sieht das immer alles so aus und denkst du so, ach, ist doch gar nichts los. Aber in Wirklichkeit ist schon ein schöner Berg. Also wir fahren einen schönen, guten Winkel nach oben. Sobald schleift das Heckgewicht dann beim. Ja, und man muss dann sagen, der hat schon sehr, sehr viel Freigang, der Zerion eigentlich. Tut mir leid, da war jetzt der Ton weg, da war das Mikro alle. Also, wir sind hier stehen geblieben bei der Gabel. Das ist ein schöner Hybrid, weil du hast da unten die Gabel da geschlossen. Kannst du noch ein bisschen weiter ranklappen, damit es ein bisschen besser sieht. Genau, da sind so eine Bleche drin. Da. Und dadurch kann er das halt schieben wie so ein Schiebeschild. Wenn hier jetzt auf der Platte, dann hat er trotzdem die Vorteile einer Gabel, ne? Also er kann das Material so ein bisschen nach oben mit hochtragen, kann es aber auch nach oben schieben, aber gerade jetzt bei der Steigung trägst du eher hoch, ne? Ja, ja. Und du hast natürlich auch den Vorteil, merkst du das selber auch, wenn du ein bisschen mehr trägst, dann hast du natürlich auch mehr Last auf dem Trecker, ja. Ein bisschen mehr Grip, ne? Wenn du schiebst, dann kannst du dich auch selber so ein bisschen aushebeln mit dem Schieben. Genau, und es hebt er so ein bisschen an und dabei trägt er so eine Schicht auf, eine dünne. Auch beim Hochschieben, also nicht so steil wie jetzt, aber in normalen Steigungen, da wenn die Räder durchdrehen, dann musst du einfach bremsen, dass alle Räder stehen und dann hebst du einen Zacken an, gibst ganz leicht Gas und dann fährst du weiter. Also das ist echt... Fährst du gar nicht mit Differential? Selten, selten. Selten, okay. Wie viele Stunden Walzerfahrung hast du so schon in deinem Leben? Also das erste Mal habe ich mit 15 Silo gewalzt und dann, wo ich dann den T-Führerschein hatte, habe ich bei uns zu Hause beim Lohnunternehmer mit 16 Jahren dann angefangen mit dem Radlader, mit dem alten Hanomag. Und seitdem bin ich immer eigentlich auf dem Silo unterwegs. Das heißt, du bist jetzt mindestens 10 Jahre schon auf dem Silo? Genau. Letztes Jahr hast du gesagt, waren es 800 Stunden? Genau, 800 Stunden nur im Mais dann auch. Und ja, irgendwann kommt da mal die Grenze, aber... Und jetzt wo es so steil ist, sagst du eher eine Pistenraupe, oder? Ja, mit der Pistenraupe, mit dem 12-Wege-Schild, bin ich halt flexibler. Hier muss ich gucken, dass ich ja nichts dann über die Kante hinausschiebe. Mit der Pistenraupe kann ich halt dann leichter, weil das Schild halt 12 Funktionen hat, kann ich das leichter angleichen und nivellieren alles. Und ja, das ist halt leichter wie mit dem Serien dann. Und wenn das jetzt so steil ist wie da, fährst du da noch mit der Pistenraupe dran und walzt das noch mit fest? Ja, ungefähr. Also vielleicht nicht ganz Ticken, so, ja? Ein Ticken seichter, aber das klappt gut. Und wir walzen dann immer die steilen Kanten walzen wir ab. Und zum Schluss, weil die Raupe durch die Ketten wirbeln die so ein bisschen den Mais auf an der Oberfläche. Und zum Schluss schieben wir dann ganz leicht mit dem Schild das lose Material runter und dann merkst du richtig, dass die Kette schon gar nichts mehr nach oben bringt. Und dann ist das richtig qualitativ hochwertiger Haufengang geworden. Und die Walzleistung von der. Nee, die Walzleistung nicht, die Schiebeleistung von der Pistenraupe ist nicht in der des Serions unterwegs, ne? Also wie viel Tonnen in der Stunde schiebst du damit weg? Also realistisch und alles, was mit der
Also alles, wo du die Maschine schonen kannst und was normal ist, sage ich so 150, 200 Tonnen die Stunde ist ganz normal. Und alles, was drüber ist, ist halt nur mit Gas, also mit Gas geben verbunden und mit Sprit verblasen. Aber es ist möglich, aber man schont halt die Maschine auch. Man schont halt die Maschine dann auch nicht, wenn man dann die richtig herwürgen muss und. Weil es ist ja doch eigentlich eine Pistenraupe und keine Maisraupe. Also irgendwo sind dann auch Grenzen. Genau. Wenn man jetzt interessiert ist und sagt, Mensch, vielleicht lasse ich mir nächstes Jahr auch von dir das Silo bauen, wie kontaktiert man dich? Uns kann man über Instagram kontaktieren. Da steht auch unsere Handynummer. Man kann einfach anrufen oder uns schreiben, das ist kein Problem. Es ist zwar nur ein bisschen schwierig, weil wenn man nicht befreundet ist auf Instagram, dass man vielleicht mal eine Woche das überliest, aber nö, einfach schreiben oder anrufen, das ist kein Problem. Genau. In dem Falle packe ich euch nochmal die Telefonnummer in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da nochmal anrufen. Vielleicht rufen auch ein paar nette Frauen an. Weiß nicht, bist du vergeben? Dann habe ich Ärger zu Hause. Oh, darf nicht. Also nette Frauen, Leute, ihr dürft nicht anrufen. Nur Jungs dürfen anrufen. Ja. Ansonsten, wie zufrieden bist du mit dem Stereo? Ist ja ein 4200er hier. Wie viele Stunden hast du jetzt drauf? 1125. Ja. Und ich muss sagen, wir sind eigentlich sehr zufrieden damit. Das Einzige, wo mal kaputt war, war das Zebis hier. Das hat sich komplett zerstört, aber sonst war gar nichts. Und wir sind wirklich sehr zufrieden. Auch der Spritverbrauch, jetzt wo wir dann die letzten zwei Tage in der Steigung geschoben haben, haben wir 17 Liter gebraucht. 17,8. Ja, und die 926 ist so das, was du hier insgesamt verbraucht hast? Genau. Mit Anfahrt oder ohne? Das ist mit Anfahrt. Mit Anfahrt haben wir 18 Liter in der Stunde und 992 Liter. Okay. Also wir sind 100 Kilometer angefahren, deswegen war das aber mit Anfahrt. Aber das ist 0,1 Liter pro Tonne. Also wir haben jetzt über 9000 Tonnen, das sind 0,1 Liter pro Tonne. Auch mit dem Hintergrund, dass du heute ja alles nochmal alleine gemacht hast, mit Walzen schieben und drum und dran. Und man muss ja auch bedenken, du fährst das ja hoch bis auf den Berg und schiebst es nochmal zur Seite rüber, ne? Also jetzt gerade das Ende hat ja nochmal richtig Kraftstoff gekostet, ne? Ja, das stimmt. Und ja, mit normalen Schleppern, mit Schildern, da brauchst du eigentlich dann bei der Masse zwei, die schieben, weil sonst bekommst du die Masse dann nicht weg. Ja. Weil es kam ja dann doch wieder richtig Masse an. Man hat zwar dann wieder Zeit, wenn du beim Umsetzen bist, aber das ist ja hier wenig, ne? Schlepper mit Schiebeschild, da bräuchtest du wohl zwei wahrscheinlich. Und besonders jetzt, wenn man dann irgendwo 5 Meter oder 10 Meter weiter draußen. Genau. Das kommt dann noch dazu. Gut, ich sag Dankeschön. Wir gucken uns das Ganze nochmal von draußen an, wie du da so lang fährst. Dann gucken wir uns das nochmal im Hundegang an und dann, Leute, bis gleich. Leute, ich muss euch sagen, wenn man die Dinger den ganzen Tag oder sehr oft sieht, das sind unfassbar riesige Maschinen inzwischen. Und auf dem Silo ist es auch so, dass was man auf dem Acker, was da alles zu viel ist mit Gewicht, ist auf dem Silo alles gewollt. Je schwerer, desto besser. Und ihr seht es ja auch, da geht es reichlich nach oben. So, hier kommt der nächste Kandidat, der letzte Hänger für 2022 auf diesem Silo. Und da gucken wir uns nochmal gleich von außen an, wie er das Ganze hochschiebt. Und dann ist hier auch gleich Mittagspause. Der ist hier gleich zu Ende. Ich mache dann noch einmal Drohnenaufnahmen. Übrigens auf 8 mm hier gehäckselt, falls ihr euch fragt. 8 mm ist die Häcksellänge. So, das ist natürlich jetzt eine kleine Portion hier für den Serion. Das ist natürlich nicht besonders viel. Gut, Leute, ich mache jetzt noch Drohnenaufnahmen. Sage ich erstmal danke wieder fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. War heute mal ein kürzeres Video. Aber es ist, glaube ich, mal ganz interessant, den Silobau als extra Video mal zu betrachten. Es wird doch immer wieder nachgefragt. Und deswegen haben wir jetzt mal ein extra Video darüber gemacht. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß gleich mit den Drohnenaufnahmen. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.